Willkommen zurück zu Let's Play The Ballad of Gay Tony oder GTA The Ballad of Gay Tony. Yeah! Ja, es geht weiter. Der erste Part kam sehr gut an, das hat mich sehr gefreut. Aber das war natürlich klar, weil das Spiel recht gut ist und das freut alle. Sehr schön. Wir haben die erste Mission gemacht. Wir schauen uns jetzt noch ein bisschen hier in unserer schönen Küche um und wir schauen uns den Fernseher an. Ja. Kann man Fernsehen gucken? Das wurde. Ja, ich soll mal Fernsehen gucken, hat jemand kommentiert. Ja, LB und nicht in Deckung gehen, RB. Oh, eine schöne Figur. Chillig, ich glaube Nico hatte. Also in GTA 4 hatte so einen Billigfernseher. Wir schalten mal ein bisschen durch. Werbung ist scheiße. Wieder er. Chillig. Wieder er. Oh, das gefällt mir. Da lehnen wir uns kurz zurück. Oh, ich dachte, wir sehen jetzt City. Egal, gut, wir wollen hier spielen. Da müssen wir runtergehen in mein Handy. Muss ich jemanden anrufen? Nee. Wir gehen einfach mal raus. Was sollen wir machen? Ich denke, wenn ich rausgehe, steht da was. Wow, lag. Es laggt immer, wenn ich irgendwie neue Abschnitte betrete. Jetzt laggt es ganz schön gerade. Keine Ahnung, da steht immer noch unser Auto. Wir rufen mal Toni an. Telefonbuch. Oh, wir können unsere Mami anrufen. Wir rufen aber Toni an. Ha, warum leckt das jetzt so? Ich habe keine Ahnung. Was? Maisonette, soll ich da rangehen? Ich habe zu schnell weggedrückt. Ich habe nur Maisonette, sein Club, da gelesen. Ah, Desi? Okay, wir haben nämlich gerade keinen Auftraggeber. Keine Ahnung, wir rufen jetzt einfach mal alle Leute an. Waffen wählen? Nee, wollen wir nicht. Fahrzeuge. Wir rufen Mami an. Mami hat bestimmt einen Auftrag für uns, die Küche putzen oder so. Ja, die kann sehr gut amerikanisch. Keine Ahnung, ich denke, wir müssen auf einen Anruf warten. Deshalb fahren wir ein bisschen rum. Und machen Laternen kaputt. Wie kann man hier die Sicht ändern? Ich glaube, ich hatte... Wie kann man hier die Sicht ändern? Also, genau so habe ich immer gespielt. Textnachricht habe ich bekommen. Ja. Ich könnte Hilfe im Maisonette gebrauchen. Kommen während der Öffnungszeiten vorbei und wir sehen uns im Loft T. Alles klar, gut, dann können wir hin. Während der Öffnungszeiten, okay. Wann sind die? Also ich habe gerade wenig FPS. Es tut mir leid, dass es gerade so laggt. Ich weiß nicht den Grund. Vielleicht müsste ich, wenn es weiterhin so laggt, die Grafikeinstellung doch ein bisschen runterstellen, weil es schon nervig. Aber ist nur beim Aufnehmen so. Ich hätte eigentlich mehr FPS. Keine Ahnung, was da los ist. Also wenn es euch stört, schreibt es in die Kommentare bitte. Ich soll auch übrigens den Sound ein bisschen lauter während den Cutscenes machen. Ich habe jetzt den Sound allgemein ein bisschen lauter. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Ich habe den nur leiser gestellt, weil ich den zu laut hatte beim Spielen. Den habe ich jetzt auch leiser gestellt. Alter, 19 FPS, wollt ihr mich verarschen? Keine Ahnung. Dann noch eine Sache. Man kann ja Missionen zu 100% absolvieren, so einzelne Missionen. Da habe ich mich ja am Ende nach der Mission gefragt, ob das für die 100% Endwertung wichtig ist. Aber nee, das habt ihr auch kommentiert. Muss man nicht. Und warum ist jetzt hier ein T? Da sind zwei Ts markiert. Wenn Tony abwesend. Tony verfügbar. Ach so, der hat zwei Clubs. Wahrscheinlich ist das Herkules? Das müsste Her. Nee, das ist Maisonette. Da steht er, Maisonette. Dann fahren wir einfach dahin. Ist er jetzt in seiner Wohnung? Ja, wahrscheinlich ist er in seiner Wohnung. Dann fahren wir dahin. Also wie gesagt, Mission ist scheißegal, wenn ich da nur 82% mache. Die einzelne Mission ist scheißegal für die 100% Endwertung. Geiles Auto. Ich weiß nicht mehr, wie die Autos heißen. Ich glaube, das war ein Infernus. Dann GTA 5, der dritte Charakter, wo ich den Namen nicht mehr wusste. Das ist nicht Lincoln, keine Ahnung, mir ist der Name nicht eingefallen. Hab einfach gedacht, Lincoln wird, denke ich, passen. Und jetzt kann ich in Maisonette fahren. Wollt ihr mich verarschen? Dann fahren wir dahin. Und der heißt Franklin natürlich. Wusste ich, ja. Da war noch irgendwas. Egal. Wir fahren erstmal hin. Ach so, ja, wegen GTA 5. Das kommt ja schon in 4 Monaten ungefähr. Ich wollte ja eigentlich beide Add-ons von GTA 4 bringen, vor GTA 5. Ich wusste nicht mehr, dass das nur noch 4 Monate sind. Wir haben ja schon Mai.
Das war ein bisschen dumm von mir gedacht. Ich hoffe, ich krieg Ballad of Gay Tony hin. Ich hoffe doch. Ja, wahrscheinlich schon. Alter, wie weit bin ich gerade eben gefahren? Und wenn nicht, wäre es auch nicht schlimm, wenn neben GTA 5 noch GTA 4 Ballad of Gay Tony läuft. Aber wahrscheinlich kommt nach Ballad of Gay Tony doch nicht direkt Lost and Damned, erst nach GTA 5. So, und da war noch irgendwas. Ich habe mir eure Kommentare schön durchgelesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer von euch das kommentiert hat. Mehrere immer. Ich habe Tipps gegeben und so. Es waren vier Dinge, wo ich ansprechen wollte. Habe ich dir alle gesagt? Ich glaube schon, ja. Okay. Hä, wo ist das denn? Oh, ich baue einen Unfall. Warum ist das jetzt auf einmal da oben? Nee, das ist Mamas Haus. Alter, das Spiel will mich trollen. Woher soll ich das wissen? Dann fahren wir zu Big Mamas Haus. Mir ist scheißegal. Ja, ich wusste, dass ich einen Unfall baue. Oh, da fliegt eine Zeitung. Es ist schade, dass es gerade so laggt. Ich will aber auf Full HD spielen. Muss ich vielleicht die Grafik doch ein bisschen runterschrauben. Es tut mir dann leid, aber... Aber im Moment geht's ja noch. So. Yay. Dazu Mama... Ja. Pff, wie habe ich das hinbekommen? Keine Ahnung. Aquí está su cafecito. Gracias. ¿Quieres azúcar? No. Mami, soy yo. Ay, Luis. Hey, hijo, ¿quieres un cafecito? Sí, un ching. Un ching. Luis, this is Mr. Santos. What's going on? Hey, I guess I didn't recognize you from your mom not having any pictures of you up on the walls. Yeah, I guess she doesn't have any up. Now you mentioned it. I guess mugshots don't sit along too well with graduation shots. Hey, who the fuck are you? Well, it's complicated. Mr. Santos is a businessman. It's not that complicated when you think about it. You see, your mother here has been making that classic American mistake. In other words, she's been living beyond her means. Hey, bro, be polite when you talk about my mother, man. I'm being very polite. See, I like her. She's a good woman. If I ain't like her, I would have burned this building down by now. I mean, you know you could have came to me for money. But what would you do to get it? Yeah, I wouldn't borrow it for a piece of shit like this. Hey, be careful, kid. I could have you killed. Oh, I'm real scared of you, motherfucker. Huh? How do you sleep at night, man? Loan sharking to all women. Hey, she called me, okay? It's business. We run a service. She knew the rules. She should have read the small print. You know, you really are a piece of shit. I'm a businessman, and trust me, it could get a lot worse, my friend. Now calm the fuck down. Your mother told me about you. Maybe you can help me pay off your mother's debt. That way this building doesn't have to come to an unfortunate end. Yeah, okay. Okay, let's go. As always, nice to see you, Miss Lopez. Luis, be careful. Yeah, it's a bit rich coming from you. You ought not to judge me, Luis Lopez. You're just like your father. Ja. Da hat Mama wohl Scheiße gebaut. Nee, nee, nee. Folge Santos. Soll ich jetzt Santos sagen oder Santos? Meine Mama hat Santos gesagt. Aber da steht Santo. Ja. Wir holen das Geld zurück. Ist ja unsere Mutter. Mann, wo ist dein Auto, ey? Da, da ist unser Auto. Oh, jetzt muss ich hier laufen. Ist ja unerträglich. Aber da kann ich ein bisschen beruhigter lesen unten. Oh, der ist cool. Er redet immer noch mit mir. Darf ich den wegschubsen? Ja, komm, mach hin, komm. Kannst du auch laufen irgendwie? Da drin? Gehst du da rein zufällig? Er geht da rein, oder? Ja, ich wusste es doch. Sehr schön geraten. Jetzt läuft es nicht so. Was? Oh. Jetzt. Oh, der sieht mich doch noch. Mann. Wir haben schon 9 Minuten. Wir haben. Ja. Nicht so nah. Ich bin nicht homosexuell. Bitte nicht kuscheln. Wir haben schon 10 Minuten noch nichts gemacht. Das ist unfassbar. Gut, 6 Minuten eben die ganze Zeit rumgefahren und gesucht und geguckt, wo wir hin wollen. Okay. Aber wenn ich gleich einen Schwanz in den Arsch bekomme, dann höre ich auf zu spielen. Das sieht mir hier nämlich. Guten Tag. Komisch aus. Oh, oh, doch nicht. Die Kämpfe in LC und Cage Fighter sind die Regel, sind in der Regel ohne Waffen Mann gegen Mann. Setzt die Menge ein, um Gegner zu halten. Oh je, jetzt muss ich mich boxen.
Die Wetten werden abgebrochen, wenn du die Matte verlässt und die Kämpfer verlieren die Startgebühr. Ach du Scheiße. Müssen wir uns prügeln, um das Geld zurückzubekommen, was meine Mutter da für eine Scheiß gebaut hat. Du kannst zurückkommen und bei Kämpfen wetten oder bei der LC irgendwas, muss ich nachlesen. Oh. Der hat aber dünne Arme. Ist sein linker, also sein rechter Arm. Wow! Sein rechter Arm dicker. Ja. Das mache ich doch. Ich schlag den jetzt. Oh, fette Sau. Nummer 1. Alter, ja, ich weiß, wie man schlägt. Das geht ja noch. Ich habe gewonnen. Ach. Der ist ja noch behinderter. Aber das ist lässig, finde ich cool. Oh, der Dicke wird rausgezogen. Bam, zack. Wie in Eleanor Klitschko. Diesmal sind wir aber Louis Klitschko. Und nicht Cole Klitschko. Komm her. Bam. Hier geht's viel leichter. Wenn ihr mein Eleanor Let's Play anschaut, da habe ich ein paar Probleme mit Kämpfen und so. Da ist das schon viel einfacher. Ja, noch schön beleidigen. Oh, wir sind aber auch schon recht schnuckliches Muskelpaketchen. Das ist die Tötung. Bringt deine Gesundheit unter die Hälfte und geht zu Boden. Was? Was, siehst du runter? Hat er... Moment, hat das da gestanden? Ich soll verlieren? Scheiße, da steht da nicht mehr, oder doch? Nee? Ah, das ist die dritte Runde. Bring deine Gesundheit unter die Hälfte und geh zu Boden. Warum? Hat der Typ auf mich gewettet, dass ich in der dritten Runde runtergehe? Das mache ich jetzt. Bring deine Gesundheit unter die Hälfte. Wie kann ich zu Boden gehen? Gehe ich dann automatisch zu Boden? Komm, stark. Ich lasse mich jetzt verprügeln. Das hat. Alter, zieht ja mir wenig ab. Komm, mach mal hin. Bam. Ja, komm, stark zu, ich mach doch gar nichts. Hallo? Au. Au. Okay. Ey, Boden. Lass dich von deinem Gegner treffen. Ey, ich will nicht ducken. Wie habe ich das hinbekommen? Ah, okay. Auch gut. Voll in die Eier. Er hat gewonnen, toll. Das war ja Absicht. Hat das jetzt geklappt? Ah, ja. Sehr schön. Next to see a man like you swallow his pride for his mama. Just stay the fuck away from him, okay? You got your money. We done. Listen to me. I was there for your mama when you weren't. I think you must have lost some brain cells in that fight. Yeah, if I see you again, I'll kill you, bro. I'm out. Alles klar. Ja, automatisch speichern. Ja. Achso, dann muss ich irgendwie umstellen mit dem Speichern. Ich will nämlich nicht, dass es automatisch speichert. 62%. Okay, ich habe nur die Zeit erfüllt. Hilfe der Menge. Konterende. Ja, scheiß drauf. Okay, da können wir aber wieder hin. Kann man das ausstellen mit dem automatisch Speichern? Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Spiel. Automatisch speichern. Aus. Danke. Weil das ist dumm. Falls die Aufnahmenflöte geht, dann ist es scheiße, wenn der drüber gespeichert hat. I took a dive in that fight for you, mommy. You don't know that guy any more money. What do you mean you took a dive? Do you mean you lost? You claim to be some big shot, and you can't even win a fight for your mama? I lost a fight for you, mommy. I didn't ask you to lose no fight. I did not ask for losers in my family. You know what? Forget about it, ma. Just don't go borrowing any more money. See you soon. Jetzt schnauzt mich meine Mutter voll, weil ich verloren habe und ein Loser bin. Was ist das denn? Mann, 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 du. Egal. Wir holen uns ein Taxi. Da können wir dann halt wieder Kämpfe machen. Das ist Bullerei. Wir fahren jetzt mit dem Taxi hin. Da kann man doch irgendwie. Geht das? Ja, das geht. Wir fahren jetzt zu Tony. Das sparen wir ein bisschen Zeit, wenn wir zu Tony fahren. Genau. Verfügbar. Sehr schön. Damit wir hier in dem Part noch eine Mission machen. Ich könnte den Part zwar beenden, aber es wäre ein bisschen lame. Wenn wir nix, fast nichts geschafft hätten. Ah, die Taxifahrer parken immer noch so scheiße in GTA 4. GTA 4, wo ist eigentlich mein Geld? Wie viel Geld habe ich? Ne, nicht Handy rausholen. Ah, 1465. Ah, 1500 hatte ich. Okay, dann nächste Mission für Tony. Where the fuck have you been, man? Yeah, I came as soon as I could. I don't pay for as soon as I could. Sleep with half the women in Liberty City, no doubt.
What's wrong with you, man? You're acting like an asshole. You think I don't know that? You think I like being like this? Then what's wrong, T? I fucked up. Good and proper. I work at Algonquin Nightlife 20 years. I beat everyone. Mayors, rivals, drugs, everyone. And this time, I fucked up. I'm the only man in the history of this town with the hottest gay and straight clubs at the same time, and I'm about to lose everything. What are you talking about, T? I don't know if it's that idiot Evan, or the economy, or this fucking cocaine, or the pills, which I am not taking anymore, but this time, I fucked up. Ugh. I've done a deal with the wrong devil, man. I'm such an idiot. Things have been bad before, man. You get us out of it. I fight, you plot, together we get out of it. Sure, but we've never been this fucked before. Hey, you saved me, man. Made me. Gay Tony? I'll always be the king of this town. You are this town. I sold a business to two different people, and they each think they own the lot. Man, we're fucked. So I'll go tell them they gave you the money as a present. If they don't like it, I take them to the special VIP room at the bottom of the West River. It's gonna be very crowded in the VIP room. These are not nice people, and there's a lot of them. And right now, you and me have to go play nice with one of them so they don't start sending Rent a Goomba into the club. Fuck. It's gonna be okay, man. Yeah, whatever. Meanwhile, there's this blogger, this nebbish with an internet connection, bad-mouthing me all over town. Do you know this guy? The celebrinator? Celeb what? Whatever. Come on. All right, who's the girl? There wasn't a girl, man. There's always a girl. Ach, das habe ich vermisst in GTA 3. Die langen Videosequenzen. Okay, fahr zum Golden Pier Golf Club. Ach stimmt, man kann auch, glaube ich, Golf spielen in dem Spiel. Habe ich mal was gehört und gelesen. Ich glaube, da muss ich sogar was machen. 20 FPS, wow, das macht Spaß. Alter, was ist los? Keine Ahnung. Aber so leckt es nicht. Geht. Aber ist schon ein Unterschied, wenn ich gerade nicht aufnehme und dann GTA zocke. Dann geht es irgendwie voll flüssig. Also es liegt an der Aufnahme. Muss ich gucken. Oh, heiße Lady! Hallo! Oh, seid ihr Zwillinge? Oh, heiße Zwillinge. Achso, ich muss ja für... Ja, ich müsste eigentlich schnell machen, die Mission, aber... Ich achte ja nicht drauf, die einzelne Statistik von der Mission. Okay. Gehen wir jetzt Golf spielen? Oder müssen wir ihn mit dem Golfschläger vermöbeln? Wäre auch schön. Aber wahrscheinlich kommt jetzt erstmal wieder eine Videosequenz. Oh yeah. Hey, how are you? There they are, the spick and the fag. Tony, shit. You got burrito breath. You ain't been eating Mexican again, have you? Yo, Rock, you invested in the wrong clubs, man. Maybe split sides is more your vibe. Oh, but a bum. I'm sure I would have found that funny if I spoke spick. Real shame, I'll have to ask my maid to translate for me. Rock, what do you need? I need you to help me get some information out of this union prick who's decided to get an overinflated opinion of himself. These fucking guys, stuck in the 1970s or something. Where is he? He's right down there. Fuck! You fucking missed me, you piece of shit. Fucking prick. Oh, big man. Yeah, you fucking missed me. I'm gonna get down there and go talk to him. You swing like a fag. You hit him with some balls when I tell you to, huh? You think you can do that for me, Louise? Yeah, I'll give it a try. Yeah, jetzt dürfen wir mit dem Golfschläger den Typ abschießen. Oh, geil. Schlagposition. Ah, okay. Wo ist der? Ah, da, der hängt da. Trifft den Gewerkschaften mit Golfbällen. Was tun, man? We're keeping our most important Schwarze investor. Ah, okay. Just hit it already. Nein. Oh, fuck, das war zu. Alter, wie weit? So weit wollte ich gar nicht. Ja. Nochmal. War das gut? Ja, das sieht doch besser aus. Bam! Voll auf dem Bauch. Ey, geile Mission. Tell us who's causing problems already. Alright, alright. The other family's got libel in their pocket. The foreman on Columbus cites their boy. You got more than that. I know it. That's it. Let me fucking go already. Nein, ich will nochmal. Ja, ich darf nochmal. Wow. Damn if I know.
Alter? Ah, okay, der geht jetzt ein. Toll, unnötig, aber ist egal. Ich will da am Kopf treffen. Cool, wenn ich die als Minigame auch machen muss, also als Nebenmission. Voll in die Eier! Sehr schön, sehr cool, wenn ich so Golf spielen muss. Auf jeden Fall kann man es machen. Okay. So you got those two guys. I told you enough already. Oh geil, wir dürfen nochmal. Sehr schön. Geile Mission. Right here, right now. Was, noch weiter? To be honest, I never fancied the game. Passt das? The clothes you have to wear kind of unflattering. Perfekt. Oder? Ja, jawohl, voll in die Fresse. That ain't it. You and me know that ain't it. This is way over your head, dickwad. The head of the LTA is with the Messinas. You can't do nothing. Any moment now, my protection's gonna show, and you guys are screwed. You motherfucker. Shit! Give me a fucking hand here! Much as it pains me, we better get what? Begibt sich zum Golfmobil. Okay, ich habe eine Waffe. Runter, ja. Aber die haben größere Waffen, das ist böse. Die haben nur Uzi. Was ist das für einer? Keine Ahnung. Lange nicht mehr hier geschossen. Alter, wie viele? Ja. Alter, ich bin fast tot, ich sterb. Ah, fuck. Fuck. Nein. Nein, ich sterb. Ich brauche Energie. Ich hatte ja noch zu wenig Energie wegen der scheiß anderen Mission, glaube ich. Alter, das ist jetzt gerade unfair. Feueralarm. Das ist unfair. Tut mir leid. Dann machen wir das so. Ganz hinterhältig. Oioioi, ob das gut geht. Komm, komm hoch. Komm. Nein, nachladen, ich hasse es. Alter, wir müssen das voll... Was ist das denn, die Kamera? Oh, wir sterben hier. Also, wenn wir das noch schaffen... Oh, die Kamera ist gerade dumm, aber es geht gerade nicht anders. Komm, jawohl. Ich finde einen anderen. Ja, jawohl, sehr schön. Wir haben fast alle. Steig in den Kopf. Ich will die erst töten. Haben wir alle? Nee? Ja, das war ein Hund raus. Alter. Warum muss gerade so ein Hund laut bellen? Ich bin gerade... Ich hab fast keine Energie mehr. Und das sind Waffen, aber scheiß drauf. Wir müssen... Ah! Verbiss dich von der Straße. Mann. Okay, vom Golfplatz halt. Alter. Das war echt dumm gemacht von mir. Packe ich das noch? Oh, die kommen. Ja, ich glaube, ich schaffe das nicht mehr. Komm, fahr schneller. Schieß sie ab. Komm, bitte. Bitte. Nein, ich bin tot. Und Tony steigt aus, die Pfotze. Ach man, das war dumm gemacht von mir. Ich hatte keine Energie mehr. Weil ich von dem Boxkampf, glaube ich, nur noch die Hälfte hatte. Scheiß, kann ich das nochmal machen? Man kann doch normal immer das nachholen. Ah ja, okay, will ich machen, komm. Machen wir noch in den Part, scheiß drauf, wenn es so lang geht. So. Okay, es war dumm gemacht von mir. Da muss die Schuhe... Ah, sehr schön. Sehr schön, gut, dass ich das gemacht habe. Jetzt sind wir wieder hier. Alter, wie viel zieht die mir ab? Aber schon bei der Mission failen, ist ein bisschen peinlich. Aber ich denke, mit voller Energie und... Mit besseren Waffen hätte ich das locker geschafft. Hätte ich die einfach so abgemetzelt und hätte dann nicht irgendwie drauf geachtet, bam. Dass die mich nicht erwischen. Einfach kamikaze-mäßig, so wie ich das immer mache. So, diesmal schaffen wir es, denke ich. Aber coole Mission bisher alles. Also war ja nur, gut, die erste Mission war ja lame. Bisschen abdancen und so.
Aber die zwei Missionen in dem Part waren ganz schön lässig. Ich schneide jetzt auch hier nicht. Ich mache jetzt einen längeren Part. Ist ja gut, wenn man... Ja. Weil das schnell vorbei ist, vor GTA 5 halt. Wow, wow, wow. Weil wenn ich da immer nur 15 Minuten Parts bringe, ist klar, dass das so lang dauert. Aber ist nicht immer der Fall. Also kann auch sein, dass mal 15 Minuten Videos kommen. Ja. Sind wir bei da? Ja, 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 ja. Es leckt eigentlich irgendwie nur extrem, wenn ich mit dem Auto fahre. Das da geht auch noch. Oh, aufpassen. Aufpasse. Pack den Rocco. Das machen wir natürlich schön. Sehr schön. Fast. That was a pleasant outing, Rock. Where's that put us with you know what? We square? Square? What you borrowed? At those points? You ain't even making a dent on the interest. Besides, I'm about to have to do all the messy work on this guy myself. No, but I told you shit. I told you everything. I'll see you girls later. Jesus! Let's just head back to the apartment. Jetzt muss ich den noch zurückfahren. Wo ist das denn? Okay, das ist direkt da. YouTube. Helfer. Achso, ja, wir haben hier geparkt. Ich könnte ein anderes Auto holen, aber der Weg ist ja nicht sehr weit. Fahren wir einfach gechillt hier mit dem Golfwagen, dem Caddy heißen die ja. Einfach zum Apartment. Mit 20 FPS. So, ich muss aufhören, das die ganze Zeit zu erwähnen. Das nervt mir derzeit. Ups. Das habe ich vermisst. Die Leute geil überfahren. Wo sind wir eigentlich hier? Ich kenne mich immer noch nicht in Liberty City aus. Konnte ich mir auch nicht in GTA 4 merken. Aber da gibt es ja zum Glück. Oh. Oh, oh, oh. Da gibt es ja zum Glück GPS. Ja, Tony mag Spritztouren. Das glaube ich ihm sofort, hat er eben gesagt. Spritztour. Ja, ja, der steht drauf. Der steht drauf, wenn es spritzt. Listen, Lou, would you mind paying Maury a visit? He says he needs help with something. I know he's a bit of a schmuck, but we owe the man money, and I don't want him anywhere near the clubs. I feel you there, T. That guy is a social atom bomb. I'll go see him. Okay, gut. Wie viel Prozent? Wenig wahrscheinlich. 70. 100% Golfgenauigkeit hatte ich fast. Was? Ach so. Okay, gut. Das ist eh scheißegal für mich. Alles klar, gut. Wir haben einen neuen Freund. Maury. Der Gangster. Und wir haben Geld bekommen. Und ja, mal schauen. Vielleicht gehen wir im nächsten Part zu ihm. Auf jeden Fall war's das für den Part. Und wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.